So, da sind wir auch wieder im nächsten Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja. Entschuldigung dafür. Ich habe beim letzten Mal wieder die Taste Track, to Track In auf meinem Mischpult vergessen, deswegen hört ihr in dem Spiel einen leichten Hall. Entschuldigung dafür. Der müsste jetzt wieder raus sein und jetzt habe ich auch die Anzeigeeinstellung wieder für Gothic 2 bearbeitet, dass das Bild auch hoffentlich heller wird. Yes, endlich getroffen. Oh, Fangheuschrecke nerven nicht. Darüber müssen wir. Wir kommen auch darüber. Eigentlich, da leuchtet etwas. Das ist die magische Armbrust oder der magische Bogen, weiß ich gerade gar nicht. Ist nur die Frage, ob wir da so hinkommen. Gespeichert ist ja Feuernessel, Feldnöterich. Wir kommen jetzt, oben haben wir ja schon diese Dingsbums gesehen. Naja, Goblins sind kein Problem, aber ich glaube, da wartet noch was anderes in dieser Höhle auf uns. Das wird nämlich problematischer. Da gibt es nämlich auch einen Belia-Schrein, wenn ich mich recht entsinne. Aber Belia-Schrein kann natürlich auch problematisch sein, weil der manchmal ganz gerne von seinen Kreaturen bewacht wird. Links, links, rechts, rechts, links, 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 rechts, 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 super. Oh, Einhandkampf. 39. Einhandkampf, das ist super. Yes. Sind wir Kämpfer mittlerweile schon? Na, das geht ja noch. Solange es nur einer ist. Dann war das eine andere Höhle. Ja, so ein Microller ist natürlich jetzt kein Problem mehr dann für uns. Lederbeutel, Silberkelch, Spruchrolle, Eisblock, das ist super. Eisblock kann nämlich ganz nützlich sein. Wir müssen nur aufpassen, dass wir links nicht runterfallen, sonst... Da geht's abwärts, sag ich dir, abwärts! Ich werde jetzt mal... Wo kommt die denn her? Hallo, die war tot? Oh, Golems. Ist sie runtergefallen und wieder despawned? Respawned, meine ich. Ich meine, ich hätte nichts dagegen, ne? Wenn die Dinger wiederkommen würden. Bei den Golems muss man aufpassen. Das mache ich anders. Ich will erstmal gucken, ob ich oben so weit bin, dass ich Akrobatik. Also wenn du eine gewisse Anzahl an Geschicklichkeit lernst, kannst du Akrobatik lernen. Kannst es aber auch manuell lernen. Dann machst du hier so einen Hechtsprung, anstatt so einen normalen Güffelsprung. Ja, war klar, dass ich das nicht schaffe. Deswegen wollte ich speichern. Normalerweise schafft er das gerade so.
Vielleicht war ich auch ein bisschen zu weit oben. So, nochmal ein bisschen Mut antrinken, dann schärfe ich das schon. Ja, ein bisschen Wasser noch dazu, sonst gibt es morgen einen Kater. So, und dann nochmal speichern. Jetzt will ich das nochmal probieren. Das muss irgendwie muss klappen. Sie haben das ja nicht umsonst dahin getan. Und es wäre sehr schade, wenn das ausschließlich für Geschicklichkeitscharaktere gelten würde. Könnte ich mir aber gut vorstellen. Das ist doch ordentlich hoch, ne? Nein! Nein! Mist. Da habe ich vergessen. Da hat er die Sprungtaste zu spät getriggert. Wie kommt man da rüber? Na komm, ist egal. Da sollen wir noch nicht rüber. Machen wir später. So wichtig ist das Zeug, was da ist, jetzt auch nicht. Hallo Golem. Deswegen hasse ich die Golems. Ich hasse sie wirklich. Ach. Ein Schlag und du fliegst erstmal so richtig weg. Ja, das ist nämlich das Problem. Jetzt bloß nicht speichern. Ach, zurücklehnen und entspannen ist bei dem Spiel leider nicht so genial. Ach, Mensch, 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 Mensch. Da muss man sich heute noch anstrengen an einem Freitagabend. So, der muss herkommen und dann müssen wir im richtigen Moment... Jo, ist klar. Oh, leck mich doch. Das Problem ist, wenn du nah an die rankommst, ist das überhaupt kein Problem. Dann sind Golems echt easy. Ihr seht, dass die ein bisschen tricky sind. Aber wenn die den ersten Schlag haben und dich halt wegballern... Perfekt. Alter Schwede. Hallo, ich bin nach oben gelaufen. Gibt's da irgendwas? Oh doch, da gibt's wirklich was. Aber nichts Besonderes. Das weiß man hier nie so genau. Aber okay. So, den Golem haben wir besiegt. Also wie gesagt, wenn die Golems auf dich zugelaufen kommen und schon im Angriffsmodus sind, dann sind die echt schwierig. Aber ansonsten gehen die eigentlich. Du musst halt nur schnell genug an sie rankommen. Dann sieht das nämlich ganz anders aus. So, das sind die Häuser, die wir auch untersuchen müssen. Nur kann es halt sein,
Also die Zombies haben halt alle so Themen mit den Monstern, mit denen sie befallen wurden sozusagen. Und das ist halt immer unterschiedlich. Ja, wir haben doch schon ordentlich Lebensenergie. 394. So, zwei Zombies, das ist erstmal überhaupt kein Problem. Ah, drei. Die weichen immer ganz gut zurück und die sind ein bisschen dämlich, aber es sind auch Zombies, das darf man auch nicht vergessen. Immer den nächsten nehmen. Lief eigentlich ganz gut, die machen aber auch schön Damage. Sind aber auch schwierig zu treffen. So, ich werde mir dann nochmal so einen Trank hinter die Binde kippen. Das hat jetzt nicht wirklich was gebracht. Dann werde ich hier nach oben gehen und mir so einen Trank genehmigen. Und zum Glück sind die Zombies wirklich dämlich. Na, kommt her. So richtig was haben die nicht. Aber was willst du denn dem Zombie schon klauen? Das sind normale Zombies. Die normalen Zombies sind gar kein Problem für mich. Die machen vor allem nicht so viel Damage. Ich glaube, bei dem musst du einfach drauf berserken. Sonst bist du ewig. Ist es dein Ernst? Bin ich jetzt ernsthaft an Zombies gestorben? Och, da wirst du doch verrückt. Ich sage nichts. Einfach nehmen, wie es ist. Beschissen. Oh, das dauert mir zu lange. So, nehme ich mal ein bisschen South Park. So, Zeitraffer ansetzen, dann kann ich nämlich hier den ganzen Scheiß fressen. Oh, ich habe noch einen Kronstöckel. Aber ich habe keinen. Schade. Vielleicht finden wir noch eine Drachenwurzel. So, wie gesagt, South Park, Zeitraffer, mehr ist das nicht. Der ist ganz schön schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass er schon da ist. Na komm her.
Das wollte ich eigentlich nicht. Nee. Gehe ich nochmal hier hin. Hier nach oben. Ja, zu zweit können die Zombies einen echt abfacken. Die sind relativ simpel gehalten, aber trotzdem nerven wie die Pest. Mache ich nochmal eine... Ich habe noch leichte Wunden heilen. Warum nicht, kann ich einmal machen. Ich brauche es ja nur einmal. Habe ich schon? Ja, habe ich. Dann kann ich hier nochmal abspeichern. So. Ist nur noch nur einer, das ist gut. Na komm her. Ich will auch wirklich nur den einen haben. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Na komm her. Also mal gucken, hat der den Schlüssel? Einer von denen hat den Schlüssel für die Truhen. Hier sind nämlich in diesen Truhen ist nämlich ein bisschen Loot drin. Klar, natürlich, um die Spieler zu belohnen. Das gehört, das ist einfach ein Must-Have. Und da das ja diese Häuser sind, ist irgendwo auch ein Schlüssel für die Truhe, wenn die abgeschlossen ist. Meine ich zumindest. Links, rechts. Super. Gletscherquarz, Bergkristall, Silberkelch. Hier sind die Truhen. Gucken, ob wir, können wir die schon lesen. Violette Steintafel. Quarotron war es auch, der mit der Hilfe von Kardimon das äußere Tor zum Tempel versiegelte. Keiner von beiden hat das Ritual überlebt. Nur ich blieb zurück, um von den Ereignissen zu erzählen. Ich hoffe, dass Rademus für alle Zeiten im Tempel verrottet. Okay, was haben wir hier? Oh, Zweihandkampf 2. Nimme, auch wenn es uns nicht interessiert. Könnte natürlich auch so machen, dass man sagt, hier, die teuren Sachen, die uns sowieso nicht interessieren, verkaufen, um wenigstens Kohle zu kriegen. Aber ich glaube, unser Geldbeutel mit 170 Gold ist jetzt nicht reich, aber sieht jetzt auch nicht unbedingt so stark aus, dass ich sagen würde, yo, wir sind dringend geldabhängig. Sobald wir auch richtig wieder, wieder ordentlich Zeug verkaufen können. Dunkelpilz. Könnten wir eigentlich auch mal wieder ein paar essen. Wir haben 100 Dunkelpilze, 113. Und wenn wir 100 Stück essen, haben wir wieder plus 10 Mana. Allerdings besteht halt die Möglichkeit, dass ich mein Mana so steigern möchte, bis ich richtig viel Kohle, richtig viel Lernpunkte in Mana stecken muss. Und dann möchte ich den ganzen Boni eigentlich erst verwenden. Genauso wie mit Stärke und Tränke. Um das Beste rauszuholen. Ist ungefähr, ist es so, du kannst bis zu 200 Mana kriegen. Oder 300 sogar. Bei Stärke, Geschick und allem drum und dran ist es genau dasselbe. So. Und aktuell ist es halt so, wenn du gibst einen Lernpunkt für eine Stärke aus, bis du 50 Stärke hast. Wenn du 50 Stärke hast, brauchst du 2 Lernpunkte. Das geht so weiter, bis du 100 Stärke hast, dann brauchst du 3 Lernpunkte. Wenn du 150 Stärke aufwärts lernen möchtest, brauchst du schon 4 Lernpunkte für einen Punkt Stärke. Und deswegen, bei reinen Charakteren, wenn ich jetzt rein auf Stärke gewesen wäre, hätte ich jetzt zum Beispiel
Stärke gelernt, bis ich ohne Probleme halt 100 Stärke gehabt hätte, so ungefähr, oder bis es angefangen hätte, 3 Punkte zu kosten, der ganze Kram. Und dann hätte ich angefangen und hätte halt diesen ganzen anderen Stärkezeug, das ganze andere Stärkegedönse halt genommen. Sowas wie zum Beispiel hier die Stärketränke und so weiter und so fort. Aber muss ja nicht sein. Wir können ja so ein bisschen Mischmasch machen und ich behalte es mir halt vor, daher, dass ich schon auf Stärke geskillt wurde. Hallo, Ork-Krieger, du sollst zu mir kommen, nicht runterfallen. Oh, Gott sei Dank. Das war knapp. Du sollst nicht... Hallo. Oh, der hat schon wieder gebackt. Der sollte eigentlich weglaufen. Manchmal buggt das, keine Ahnung, die linke Maustaste drückt sich dann von selbst. Das ist nur bei diesem Spiel. Eigentlich selten, aber okay. Kann ich diesen ganzen Scheiß nochmal neu machen? Ja, ist nur einer, okay. Die anderen zwei habe ich schon besiegt, okay. Na, die sind relativ Das geht ja mit denen noch. So, dann kommt du mal zu Papa. So, bis ein anderer Kumpel hier ist, habe ich hier schon alles gelootet. Ich muss echt viel speichern, wenn ich, sobald ich hier anfange, mich mit irgendwas Großem anzulegen. Na, komm her. Ja, du, komm her. Komm zu Papa. Komm her. Ich habe hier was für dich. Eine Ansichtskarte aus Soling. Eine stählerne Grußkarte. Aus der Stadt der Klingen. Komm her, komm. Freundschaftshandschlag. Yay. Mit dem Schwert durchs Gesicht, so begrüßt man sich. So, du steckst das Messer weg, lootest hier mal. Dunkelpilz aus einer Höhle. Lecker, lecker, lecker. Yam, yam. Natürlich laufen da schon gammelige Zombies rum, da muss es stinken bis zum geht nicht mehr, alles feucht, alles eklig, und wir sammeln da die Pilze ein und machen lecker Yam Yam. Also die sind nicht schwer zu knacken, die Truhen. Aber wenn man was Falsches drückt, ist der Dietrich sofort abgebrochen. Na, zum Glück sind die Truhen nicht abgeschlossen. Also entweder findest du einen Schlüssel für die Teile, oder... Naja, Quarodrom war es, Pipapo kennen wir alle schon. 115, what? Haben wir echt da noch ein paar Sachen vergessen? Ich meine, von mir aus ist mir egal. Den werde ich nicht essen. Habt ihr euch so gedacht? Ja, ja. Gut, speichern. Bevor ich mich wieder mit einem Ork anlege und der mich platt macht. So, die Zombies liegen hier rum. Oh, wieder in der frischen Luft. Da drüben warten auch noch ein paar Gegner.
Aber ich weiß da aktuell noch nicht, wie ich da hin soll. Klar wäre das leichtes, mich mit dem Cheat-Modus da so rüber zu glitschen. Aber das wollen wir ja nicht. Wenn das Spiel sagt, du kannst als Gewandtheits-, als Geschicklichkeitscharakter darüber, dann ist das in Ordnung. Wenn das Spiel sagt, du kannst als Stärkecharakter, hast du da drüben nichts zu suchen, dann hat das Spiel schon seinen Grund. Denke ich zumindestens. Wie gesagt, ab und zu mal ein Zeitraffer. Dagegen sehe ich jetzt zum Beispiel keine Probleme. Liegt einfach nur daran, dass ich euch nicht langweilen will, wenn ich hier 50.000 Stunden einfach nur irgendwas, irgendwelche Fleischstückchen in mich reinschaufel. Dass der noch nicht kacken muss. Ich meine, guck mal, was haben wir schon alles gegessen? Wir haben einiges an Bieren getrunken, wir haben Wein getrunken, wir haben ordentlich... wir haben ordentlich Dingsbums gegessen. Fleisch und Eintöpfe und Suppen und Fische und Brot und Käse. 20 Laibe Brot haben wir reingeballert. Und wir müssen immer noch nicht auf Toilette. Auf der anderen Seite der Rupert, der sitzt den ganzen Tag da, isst und trinkt nichts und ist die ganze Zeit am Schiffen. Ich glaube, vielleicht sind die ja so ein bisschen miteinander verknüpft. Wisst ihr, was ich meine? War das der Rupert? Ich glaube, Rupert war das. Der erste Händler, der uns in Corinus begegnet ist, der immer ganz gerne mal hier so herumschifft, wie ein Gaul. Komm her. Warum? Nach hier hin. Super. Komm her. Schweren Treffer vermeiden. Ja, so langsam krieg ich Übung mit den Orks. Alter, was war das denn für eine Kombi? Mann, warum hat er denn da nicht reagiert? Irgendwie... Entweder bin ich da doch so ein bisschen zu schnell für das Spiel, oder das Spiel reagiert nicht so, wie ich das gerne hätte. So, jetzt haben wir unseren kleinen Vorteil erkämpft. Cool, 4 Schläge hintereinander. Na komm her. Komm, den Schlag hast du sogar geschenkt gekriegt von mir. Naja, nicht wirklich, aber... Na, in einem großen Feld gefallen die mir besser. Im Winter gibt es einige von denen. Das wären schöne Kämpfe. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt. Also ich fühle mich immer noch richtig geil, wenn ich so ein Vieh besiegt habe. Also diese Konzentration, das ist einfach ein richtig cooles Gefühl. Weil es echt aktuell noch sehr schwierig ist. Aber wenn man es trotzdem schon hinter sich hat. So, ich gehe jetzt hier nach links. Mit dem schwätze ich gleich. Aber bevor hier irgendwas passiert, würde ich gerne meine Robe ablegen. Glaub mir, ich weiß warum. Was machst du denn hier?
Was ich hier mache? Was zum Teufel machst du hier? Ich bin an den entlegensten Ort der Insel gegangen, weil ich endlich meine Ruhe haben wollte. Bürgerkrieg, Banditenüberfälle, Horden von Orts vor meiner Haustür. Das war nichts mehr für mich. Ich bin aus diesem ganzen Wahnsinn ausgestiegen. Hier gibt es zwar auch Orks, aber lange nicht so viele. Und andere Menschen lassen sich, Enos sei Dank, nie herblicken. Bis heute. Und? Wie lebt sich so als Aussteiger? Ich habe mir hier alles selber gebaut. Meine Waffen, meine Werkzeuge, meine Hütte, einfach alles. Bin hier mit nichts hingegangen, außer meiner guten Laune. Manchmal allerdings... Ja? Manchmal wünschte ich mir, ich hätte wenigstens ein paar Klamotten mitgenommen. Ich verstehe nichts von Weberei oder der Verarbeitung von Fellen. Und die Nächte sind nicht gerade warm in diesem Teil der Insel. Ich bin auf der Suche nach Steintafeln. Du hast nicht zufällig welche gefunden? Doch, aber die werde ich behalten. Sie sind das Einzige, was es hier zu lesen gibt. Ich verstehe zwar noch nicht alles, aber einige der Texte kann ich mittlerweile entziffern. Ich habe hier ein paar Klamotten für dich. Wirklich? Zeig her. Lass mich sehen, ob sie mir passen. Tatsache. Tja, was mache ich denn jetzt? Ich habe mein ganzes Gold einem Piraten für die Überfahrt gegeben. Also als ich das gespielt habe, hat er dem einfach die Robe gegeben und das wollte ich halt nicht. Ich suche mir ein paar neue. Super. Wegen der Steintafeln. Soll ich dir beibringen, sie zu... Also es krass. Ist ganz einfach. Cool. Ein G ist ein O, ein T ist ein H und ein I ist ein C. Wenn du das mal kapiert hast, ist der Rest eigentlich logisch. Coole Sache. Krass. Ja, super. Wunderbar. Würde ich sagen. Geschick. Oh ja, oh, plus 6 Geschick. Mm, geil. Wie viel Geschick? Oh, 33. Guckt euch an. Wie nice. Lebensenergie. 15. 30. 45. 60. Einfach mal so 60 Lebensenergie. Nicht schlecht. Magie 1, Magie 2, Magie 3. Behalte ich noch ein bisschen. Oh, super duper. Und wir können hier eine Runde pennen. Das ist genial. Mm, die werde ich jetzt nochmal platt machen, weil ich an das Kreuz muss. Grasland Scavenger. Ich glaube, die gibt es auch wirklich nur hier. Die haben natürlich ordentlich was drauf. Ich hätte nicht gewusst, dass hier ein Eremit lebt. Ich glaube, wir haben den geheimen Zufluchtsort von Hiraya gefunden. Gibt es auch noch einiges zu entdecken. Aber erstmal würde ich gerne dieses Portal benutzen. Können wir nämlich zurück. Und noch ein paar Erfahrungspunkte abstauben. Und vielleicht kann ich mir dann noch mal ein paar... Punkte auf Mana geben lassen, weil Mana 22 ist zwar nett, aber nicht wirklich erstrebenswert oder vorzeigewürdig. Meistens ist es so, dass die Sockel ganz in der Nähe sind. Gut, dann nochmal zurück, um die Erfahrung zu bekommen und nochmal hin. So, und dann will ich mit dem nochmal kurz sprechen. Wir sind jetzt ein bisschen über den 30 Minuten. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Oh, 500 XP. Den nächsten Fokus. Natürlich, hier hast du ihn. War's schwierig. Wie man's nimmt, ich könnte ein wenig Unterstützung brauchen. Ich kann dir etwas Gold geben, würde das helfen? Hilft nicht unbedingt, aber es tut auch nicht, schadet auch nicht. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Ach übrigens, bevor ich es vergesse, Saturas möchte dich sprechen.
Ja. Du solltest so bald als möglich zu ihm gehen. Kannst du mir deine magischen... Ich kann dir zeigen... Danke. Ich... Warum nicht? Ein Feuerpfeil mehr ist immer... ist nie schlecht. Jetzt will ich schon mal gucken, ob der Nefarius... Es beruhigt mich ungemein zu sehen, dass du noch unversehrt hier angekommen bist. Wie kann es sein, dass ihr vor mir hier angekommen seid? Oh, habe ich mit dem noch nicht gesprochen? Wir sind durch eine seltsame Dimension gereist. Wer weiß, welche Irrwege du genommen hast. Und jetzt? Kann ich das Portal nochmal benutzen? Wir sind ja direkt hier angekommen. Es funktioniert offensichtlich ganz gut. Ich werde dich natürlich darüber unterrichten, wenn ich den Verdacht habe, dass es anders sein könnte. Das war die Erklärung, warum die hier schon alles aufgebaut haben. Was hast du bisher hier gemacht? Ich studiere die Geschichte der Erbauer und versuche zu verstehen, warum sie das Portal verschlossen haben. Es sieht ganz so aus, als wollten sie damit die untergegangene Stadt vor dem Rest der Welt verstecken. Ich glaube nicht. Dinge sind hier vor vielen Jahren geschehen. Etwas Grauenvolles hat sich ihrer bemächtigt. Wenn man ihren Aufzeichnungen Glauben schenken darf, dann gab es kurz vor dem Untergang der Stadt einen fürchterlichen Bürgerkrieg. Die Straßen standen in Flammen und eine alles verschlingende Flut besiegelte schließlich das Schicksal der Erbauer. Die wenigen, die dieses Inferno überlebten, verschlossen diesen Teil der Insel in der Hoffnung, das Chaos hier einzusperren. Und wir Narren haben das Portal wieder geöffnet. Wohl ist mir dabei auch nicht, das kannst du mir glauben. Aber was hatten wir schon für eine Wahl? Wenn wir nicht aufhalten können, was hier am Berge ist, dann wird es Corinus vielleicht genauso ergehen wie einst den Erbauern dieser alten Stadt. Sagtest du gerade, es kam eine Flut? Adanos selbst ist ihnen erschienen, um den Wahnsinn zu beenden. Er machte diese Stadt dem Erdboden gleich. Tja, manche Städte haben es auch einfach nicht anders verdient. Dem ganzen wilden heidnischen Treiben hier. Jeder vögelt mit jedem, jeder ist sich selbst der Nächste, jeder will nur irgendwie sein Teil vom Alkohol, vom Geld haben und geht darüber über das Schicksal anderer Menschen. Heimgekehrt aus einer erfolgreichen Schlacht, außerhalb der schützenden Mauern dieser Stadt, brachte er das Übel mit sich. All seine Anhänger verfielen kurze Zeit später dem Wahnsinn und begannen das gemeine Volk zu bekämpfen. Der darauffolgende Bürgerkrieg legte alles in Schutt und Asche. Was glaubst du, werden wir hier finden? Darüber kann ich nur Vermutungen anstellen. Du solltest mal mit Saturas sprechen. Er hat da so eine Ahnung. Er hat da so eine Ahnung, okay. Ich wollte eigentlich... Mixi, du hast doch bestimmt mal was zu kaufen, oder? Lehre mich, es gibt nichts mehr. Achso, stimmt ja, die habe ich ja. Ja, das habe ich ja schon mit jemand anderem besprochen. Hey. Nee. Hey, du. Ah ja, stimmt. Der mit dem Stab war ja derjenige, der mit dem ich handeln konnte. Mit Kronos. Hey, du. Lass uns. So. Das brauche ich eigentlich nicht, aber das hätte ich schon gerne. 150, 25. Was haben wir hier? Feuerring, das behalte ich alles erstmal. Das Zweihandzeug kann weg. Bar-Axt. Bart-Axt, Orkschlechter. Großes Bastardschwert, Langschwert, schwere Ork-Axt, die können weg. Mittlere Ork-Axt kann weg. Das kann auch weg. Rostige Axt, Zweihänder, rostiges Schwert, Spitzhacke behalte ich, das kann weg. Feuerbogen, Weidenbogen, was kann denn hier noch alles so halbwegs weg? Das behalte ich erstmal alles. Hey du, lass uns. Mm-hmm.
Das gebe ich. Die kann ich weggeben. Perfekt. Mehr brauche ich nicht. Saturas will mit uns sprechen, aber das sehen wir im nächsten Part. Jetzt gehe ich nochmal schlafen und sage Tschüssi. Wir sind schon über der Zeit hier. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.